Hallo, in diesem Video geht es um den Stundenlohn nach der Probezeit, um den Zuschuss zur Kita und auch um die VWL bzw. Direktversicherung. Mein Name ist Michael Mensch von der Pensumed Holding GmbH. Kommen wir zu dem Punkt Stundenlohn nach der Probezeit. Immer wieder kriegen wir die Fragen, ist der Lohn unterschiedlich vor oder nach der Probezeit? An der Stelle ist zu sagen, eigentlich nicht arg, weil wir zahlen auch schon während der Probezeit sehr, sehr gute Gehälter. Das bedeutet, auch nach der Probezeit wird er sich nicht arg verändern. Liegt aber auch daran, dass natürlich der Stundenlohn, den wir bezahlen, weit über dem ist, was der Tarifvertrag in den Pflegeberufen selber ausmacht. Kommen wir zu einem weiteren Punkt. Zuschuss zur Kindergarten. Wir bei der Pensumed haben uns entschieden, dass wir generell einen Kindergartenzuschuss bezahlen werden. Der ist in der Höhe von 300 Euro und wir hoffen natürlich, möglichst viele Eltern auch damit anzusprechen. Kommen wir nun zum letzten Punkt, vermögenswirksame Leistung und Direktversicherung. Die vermögenswirksame Leistungen sind in unserem Tarifvertrag, dem BAP, natürlich geregelt. Hier drin steht, dass nach der Probezeit der Mitarbeiter Anspruch hat auf 13,30 Euro vermögenswirksame Leistung. Wir bei der Pensumed machen es allerdings so, wir zahlen generell die vollen 40 Euro. Das finden wir gegenüber Ihnen auch absolut fair. Der zweite Punkt ist die Direktversicherung. Da ist der Arbeitgeber generell verpflichtet, diese durchzuführen. Sei es durch Gehaltsumwandlung, sei es durch Zuzahlung. Aber das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Sprechen Sie uns gerne bei der Pensumed Holding darauf an. Dann können wir im Einzelfall Ihnen immer wieder gerne erläutern. Falls Sie noch andere oder weitere Fragen habt, schreibt sie gern unten in unsere Leiste, in die Kommentare hinein und gerne gehen wir darauf ein.